Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne, Amazon Make-up testen. Und zwar hat Amazon die Eigenmarke Find. Und da wollte ich mich fragen, wie finde ich das denn? Es ist so ein schlechtes Wortspiel, aber es ist mir nichts Besseres eingefallen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glänze schon ein bisschen vor mich hin und habe auch zwei unterschiedliche Seiten. Ich weiß nicht, welches Video von beiden eher online kommt. Ich teste nämlich gerade zwei verschiedene Foundations in meinem Gesicht. Und ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal, wie sich das Find Make-up so in meinem Gesicht macht. Ich habe allerlei bestellt. Es bewegt sich im Segment mittlere Drogeriepreise, würde ich sagen. Also das ist sehr, sehr schwankend. Teilweise hast du zwei Sets, dadurch ist es ein bisschen günstiger. Weswegen ich jetzt gerade erstmal nur Primer und Foundation drauf gemacht habe, ist, dass ich jetzt einen Highlighter benutze, und zwar einen Stick-Highlighter. Das gibt es hier im Set. Da habe ich mir das Set 01, ist das, glaube ich, rausgesucht. Ich habe diese beiden Farben mir ausgesucht. Das ist einmal ein Highlighter und einmal ein Blush, würde ich sagen. Also das Design von Find ist sehr, sehr schlicht. Das sind halt diese schwarzen Verpackungen mit diesem Pinselstrich drauf. Und ansonsten ist da nicht allzu viel mit zu sehen. So sieht es auch aus. Aber es ist wirklich nichts Spektakuläres vom Design her. Nicht unbedingt mega ansprechend im Laden. Und ich werde mir jetzt als allererstes mal den Highlighter-Stick aufgeben. Das heißt, an die Stellen, wo ich highlighten möchte, und trage mir das entsprechend mit meinen Fingern auf und blende das so ein. Vielleicht werde ich den noch das ein oder andere Mal aufbauen, weil ich möchte ja das bestmögliche Ergebnis damit erzielen. Und wenn ich da halt immer wieder Produkte drüber mache, deswegen finde ich immer so Stick-Highlighter oder Flüssig-Highlighter sehr, sehr schwierig. So, ich habe das jetzt in erster Schicht aufgetragen und man sieht ungefähr nicht wirklich was. Also man sieht einen ganz leichten Glow, aber diese Foundation, die ich drunter trage, ist schon per se selber so ein bisschen glowy. Das ist auf dieser Seite die It Cosmetics CC Plus Your Skin Matte Better Cream und auf dieser Seite die von Maybelline, die Dream Urban Cover Foundation. Ja, also wie ihr seht, der Highlighter ist sehr dezent. Ich mache den trotzdem auch nochmal weiter auf die Stellen, wo ich jetzt normalerweise highlighten würde. Aber ich denke, dass ich den besser tatsächlich auch noch über Puder und so weiter aufgeben müsste, weil man sieht es nicht wirklich, ne? Das finde ich schade. Ich brauche ein bisschen mehr Highlight. Also ich sag mal so, für natürliche Looks ist das vielleicht was, aber nicht jetzt für mich. Das finde ich irgendwie ein bisschen wenig. Jetzt gucke ich auch nochmal von dem Blush her, weil das halt auch eher ein Highlighter ist, ne? Ja, das ist ein ganz dezenter Blush. Ich meine, es war ja im Highlighter-Duo mit drin. Aber ich trage den jetzt einfach mal hier über der Foundation auf. Steht auch extra drin, in diesen kleinen Heftchen, die halt immer mit dabei sind, dass man das tatsächlich mit dem Finger verblenden soll. Deswegen mache ich das auch nicht mit dem Schwämmchen oder so, sondern mit dem Finger. Ich habe nachher auch noch einen anderen Blush, aber das habe ich dann jetzt hier schon mal drunter. Ja, hat sich jetzt eigentlich mehr mit der Foundation vermischt, als dass es in irgendeiner Art und Weise einen richtigen Effekt gegeben hätte. Aber das ist nicht so schlimm. Ich mache jetzt nochmal schnell mir einen Concealer drüber und dann machen wir gleich mal weiter. Dann nehme ich von Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer Waterproof in der Farbe 005 Light Natural. Und den setze ich mir auch nur ganz dezent auf. So, jetzt wird mein Gesicht erstmal abgepudert. Es gibt weder Concealer noch Foundation noch Puder in diesem Sortiment von Find. Deswegen benutze ich dafür meine eigenen Produkte, beziehungsweise die, die ich halt da habe. Und da benutze ich jetzt als Puder bei Terry Hyaluronic Hydra Powder. Das hatte ich auch mal in einer Flaconi-Box mit dabei. Das ist so ein schönes, loses Puder. Ja, also durch das Puder sieht man jetzt quasi Highlighter und Blush nicht mehr. Setze ich mir jetzt noch nicht auf. Nein, da warte ich jetzt dann tatsächlich erst, dass ich die anderen Produkte verwende. Ich glaube, das macht mehr Sinn, weil das scheinbar dann ja verschwindet. Und das macht ja keinen Sinn. Ich mache mir jetzt erstmal die Augenbrauen und dafür verwende ich diese Produkte. Das konnte man auch zusammen kaufen. Das ist einmal hier so ein Brow Pencil und da hinten hast du so ein Kabuki dran. Also hier hast du einen echt fetten Oschi. Ich weiß auch gar nicht, wie man den anspitzen soll. Stift. Und hier hinten ist ein Kabuki zum Ausblenden. Auch der echt
groß. Ich weiß nicht, wie ich damit irgendwas natürlich Schönes hinkriegen soll, aber wir gucken uns das gleich mal an. Und dann habe ich auch noch eine Eyebrow Mascara, ein bisschen Puder von mir dranhängt. Das ist diese hier. Und beides habe ich natürlich in der Farbe Light genommen, also blond. So sieht dieses kleine Bürstchen aus. Bin ich sehr gespannt, ob wir damit umgehen können. Ja, Farbe 01. Janas Spiegel muss ran. Und dann schauen wir mal, was dieses Ding hier so kann. Ich bin gespannt. Erstmal swatchen wir den, oder? Und der ist sehr natürlich. Da ist eine sehr helle Farbe zu sehen. Los geht's. Weil präzise kannst du damit doch nicht arbeiten. Mal gucken. Verkehrt sieht das jetzt nicht aus, ne? Also es sieht wirklich sehr, sehr sanft, sehr natürlich aus. Aber irgendwie ist es merkwürdig, damit zu arbeiten. Das kann man nicht verheimlichen. Weil das einfach so ein dicker Stift ist. Hast du da teilweise mal ein Krümmelchen oder so? Dann musst du versuchen, das wieder auszublenden. Du musst halt echt vorsichtig arbeiten. Ich sehe auch hier, dass ich echt hochgegangen bin mit meiner Augenbraue. Aber was soll's? Dieser Mini-Kabuki ist interessant, aber der bürstet jetzt nicht meine Augenbrauen durch oder so. Also ich würde das jetzt wahrscheinlich so lassen müssen. Ah, ja. Die Farbe ist sehr, sehr natürlich und passt auch sehr, sehr gut. Aber irgendwie, ich frage mich auch, wenn ich den jetzt mal öfters benutze, ne? Der wird ja immer stumpfer vorne. Wie spitze ich den denn an? Kann man den überhaupt rausdrehen? Ja, man kann den hochdrehen. Okay, das ist schon mal nett, aber wie spitze ich den denn an später mal? Der ist sehr sanft, ne? Also das kann man auch wirklich so sagen, sehr cremig. Der gleitet auch schön so über die Augenbraue, aber vielleicht ein Stück weit zu cremig. Ich weiß noch nicht, wie ich den finde, Leute. Das ist echt, ne? Sieht irgendwie gut aus, aber irgendwie auch nicht. Schwierige Entscheidung hier. Sieht sehr fleckig aus und sehr schmutzig irgendwie. Weil die Augenbrauenhärchen bei mir halt ein bisschen dunkler sind als die Farbe, die der Stift hat. Aber wenn ich den Stift dunkler nehmen würde, dann würde das echt furchtbar aussehen. So siehst du das halt auch von Namen. Also ich finde es jetzt wirklich sehr fleckig, ne? Sieht nicht so großartig aus. Die Spitze ist jetzt auch schon so ein bisschen abgestumpft und ich habe keine Ahnung, wie ich den wieder spitz kriegen soll. Und das hier ist halt der Mini-Kabuki. Auch der ist ziemlich groß. Keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal, was hier diese Brow Mascara macht. Die hat ein sehr, sehr kleines, feines Bürstchen. Also so ziemlich genau das Gegenteil von dem Brow Pencil. Verrückt. Und jetzt, ja, kämme ich mir damit die Wimpern. Wimpern vor allem, ne? Augenbrauen. Die finde ich eigentlich ganz gut, weil die einen sehr schönen, natürlichen Look macht. Die ist jetzt sehr flüssig, aber trotzdem habe ich jetzt nicht Probleme, dass ich außenrum zu irgendwelche Punkte oder Flecken habe. Also das Ergebnis finde ich jetzt ehrlich gesagt im Großen und Ganzen okay. Also ich würde es mir jetzt nicht abschminken wollen oder so. Also ich würde damit jetzt auch tatsächlich den ganzen Tag rumlaufen. Aber irgendwie mag ich das nicht so gerne, wie jetzt zum Beispiel mein Catrice Eyeliner Augenbrauenstift oder so. Es ist doch alles sehr merkwürdig, was hier auf meinen Augenbrauen ist, ne? Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Mensch, es muss besser werden, bitte. Ich prime jetzt erstmal meine Augenlider. Too Faced Shadow Endurance, die benutze ich in letzter Zeit ja sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mir 2 Sets Lidschatten bestellt. Also die kann man als Monos bestellen, du kannst ja auch Paletten bestellen, aber das war günstiger und ich wollte jetzt nicht ein Arsch voll Geld ausgeben. Genau, da bekommst du dann 3 Stück. Und die kommen alle in Pöttchen mit Spiegeln. Da habe ich einmal diese 3 Töne, die mir ins Grüne gehen und ja, auch alle shimmery sind. Ja, sind die. Da ist kein Matter mit dabei. Und der Spiegel ist schön, ne? Das ist echt süß. Und dann habe ich dieses Set bestellt, was eher so ins Lila-Pinke geht, wo der Champagnerton mich auch sehr, sehr angesprochen hat. Also den fand ich auch sehr schön. Und wo die beiden Lila-Töne, beziehungsweise Altrosa und Lila, mehr so im matten Bereich sind. Und das wollte ich alles kombiniert verwenden. Grün und Lila, oh, oh, oh. Da ich keinen wirklichen Setting-Ton mit dabei habe, weil die hellen Töne Schimmertöne sind, nehme ich einfach mein Puder, um meinen Lidschattenprimer zu setten. In die Lidfalte gebe ich mir diesen matten Altrosa-Ton mit einem fluffigen Blendepinsel.
Die Pigmentierung ist sanft und schön. Diesen lila Ton nehme ich zur Vertiefung meiner Lidfalte. Dann nehme ich einen etwas fester gebundenen Blendepinsel aus dem BH Cosmetics Rose Quartz Set. Nehme ein bisschen was auf den Pinsel, klopfe vorsichtig ab, aber da fällt jetzt nichts runter und irgendwas ist draußen umgefallen. Und gebe mir das nochmal zur Vertiefung in meine Lidfalte rein. Auch das sieht schon mal ganz nett aus, ne? Joa. Auf mein bewegliches Lid gebe ich mir diesen dunkelgrünen Schimmerton mit einem Smudger-Pinsel. Bisschen abklopfen und dann gebe ich mir das hier hinten einmal hin. Das geht mit dem Pinsel und macht auch so einen smoky Look, aber es wirkt bei weitem nicht so grün wie im Pfännchen. Also gar nicht. Du hast auch nichts von den Schimmerpartikeln drauf. Ich denke, dass es eher mit dem Finger besser gleich funktionieren wird. Dann nehme ich mir doch mal meinen kleinen Finger. Da habe ich jetzt auch ein bisschen mehr dran als auf dem Pinsel. Und gebe mir das dann außen hin. Es ist halt eher grau-schwarz als grün. Also es wird dann eher ein smoky Look. Ja, sieht okay aus, ist jetzt aber auch nicht so nice. Also nicht so umwerfend, ne? Dann blende ich kurz hier nochmal mit dem Rose Quartz Pinsel und ohne neu Produkt aufzunehmen die Farben ineinander. Und oben mit dem fluffigen Blendepinsel blende ich kurz die Kanten aus, auch eben ohne neues Produkt aufzunehmen. Dann ist es alles ein bisschen softer. Dann nehmen wir uns mal diesen grünen Schimmerton. Den swatche ich doch erstmal. Der sieht sehr camouflage-mäßig aus. Den gebe ich mir jetzt in auf mein Lid. Das mache ich jetzt direkt mit dem Finger. Also die Farben fühlen sich auch sehr, sehr trocken an. Fast schon kalkig. Ja, ne? Das ist jetzt einfach grün und lila. Aber nichts Besonderes. Mit dem Finger kriegst du auf jeden Fall mehr Farbintensität. Die möchte ich ja auch immer gerne auf meinem beweglichen Lid haben. Und in mein Zentrum oder auf mein Zentrum gebe ich mir diesen Ton. Die Farbe 09, das ist ja dieser Champagnerton aus dem Lila-Set. Und den gebe ich mir auch direkt mit dem Finger auf. Praktisch ist auf jeden Fall, dass du überall einen Spiegel mit drin hast. Aber da kommt kein Schimmer rum. Ja, jetzt habe ich mir so ein bisschen Halo-Eye gemacht und bin aber nicht so begeistert. Blende, blende, blende. Fallout ist jetzt nicht zu verzeichnen, sage ich mal. Das habe ich jetzt nicht da. Ja, aber es ist irgendwie nicht so der umwerfende Look, ne? Egal, wir gucken weiter. Ich möchte mir ein Inner Corner Highlight setzen. Dafür nehme ich aus dem grünen Set diesen Ton. Das ist ja der hellste aus dem grünen Ton Set. Grünen Set, genau. Und ja, setze mir das in mein Inner Corner. Da kommt nichts. Und ich finde es blöd, wenn ich jetzt bei einer First Impression oder bei einem Test der Produkte die Pinsel ansprühe, weil das ist einfach, ich verfälsche das Ergebnis. Ich möchte die so verwenden oder ich möchte die Produkte so zeigen, wie sie sind. Und das möchte ich dann halt wirklich ohne Hilfsmittel schaffen. Und wenn die das nicht packen, dann habe ich halt entsprechend mein Resultat über die Produkte. Ja. Ne? Öde. Richtig öde. Als Augenbrauen-Highlight kann ich mir den ja auch setzen. Da funktioniert er schon ein bisschen besser. Ich denke, dass der großflächig einfach besser funktioniert, aber der krümelt auch sehr, ne? Liegt jetzt aber auch im Pinsel. Das ist ja ein sehr festgebundener Pinsel. Ist okay, haut mich aber nach wie vor nicht um. Unter meinem Wimpernkranz setze ich mir dieses dunkle Lila rein. Das ziehe ich quasi so bis zwei Drittel. Und ja, nehme dafür halt so ein Rose Quartz Pinsel Set Pinsel, der halt sehr, sehr flach ist. Ja, und wenn du mit solchen Pinseln in die Farben reingehst, dann krümeln die, weil die sehr, sehr soft gepresst sind. Naja, apropos pressen, wir pressen uns den einfach an den Wimpernkranz ran. Und aus dem lilanen Set nehme ich den hellsten Ton, diesen Champagnerton, und setze mir den quasi ab Inner Corner Highlight hier rein und ziehe mir den in den lila Ton mit rein.
Und dann wird alles nochmal schön verblendet. Ich finde übrigens den Concealer, den ich eben genommen habe, furchtbar, denn er kriegt mir in die Fältchen und er macht hier das ganz trocken. Wow. So sieht jetzt der Lidschattenlook aus. Noch sehr nackig, denn es fehlt Eyeliner und Mascara, Wimperntusche, ne? Und ja, ist okay, aber die Lidschatten werden alle weiter wandern, denn da habe ich Paletten, die deutlich schöner sind und einfach ein besseres Ergebnis liefern. Natürlich ist dieses Grün-Lila ganz cool, aber die sind mir einfach irgendwie zu schwach, zu... Gerade von diesem dunkelgrünen Schimmer hatte ich mir so viel erhofft. Und der sieht so öde aus. So öde. Menno. Auch dieses Duo konnte man kaufen. Das ist das Set Nummer 2 von Blush und Bronzer. Da habe ich hier einen großen Bronzer, der so auch leichte Schimmerpartikel mit drin hat. Und den werde ich mir jetzt als allererstes auftragen. Ja, mal gucken, wie der so abgeht. Oh, krümelt. Sehr. Wow. Ach, aber die Farbe mag ich wohl. Sehr dezent. Den Schimmer sieht man auch nicht so wirklich auf der Haut. Ich denke auch eher, dass es die oberste Schicht ist, die so ein bisschen schimmert. Aber es wärmt das Gesicht schön auf. Und das passt zu meinem Hautton eigentlich ganz gut. Ich dachte erst, als ich den gesehen habe, huch, der scheint aber sehr dunkel. Nee, der passt ganz gut. Dadurch, dass der halt relativ schwach pigmentiert ist, aber trotzdem extrem viel Kickback hat, macht er seinen Job dann relativ gut. Das ist auch, glaube ich, eins der wenigen Produkte, die ich jetzt gerade so verwendet habe, die bleiben werden. Lässt sich auch gut aufbauen, wenn man es ein bisschen intensiver haben möchte. Das ist auch ganz schön. Und ich finde den auch sehr ebenmäßig, ne? Der ist null fleckig. Das ist schön. Ja, den mag ich richtig gerne leiden. Doch, gefällt mir. So, gutes Produkt, auch wenn es sehr krümelt. Wirklich. Der Blush sieht heftig aus. Ui, 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 der ist pink. Ui, 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 ui. Das machen wir mal ganz, ganz vorsichtig. Er hat auch ganz leichte Schimmerpartikel drin. Ich gehe jetzt erstmal ganz vorsichtig hier mit dem Pinsel rein. Ich mache das so ganz vorsichtig, weil der schon pink ist. Ja, sehr pink. Gut ausblenden. Man sieht ihn schon, ne? Den kannst du garantiert auch sehr gut aufbauen. Ich ziehe den auch gerne ein bisschen höher, gerade wenn ich halt so ein rötlicheres Augen-Make-up habe, um es halt mit meinem Augen-Make-up auch zu verbinden. Gefällt mir. Das sieht natürlich aus. Natürlich. sagen wir natürlich, ne? Das sieht halt aus wie so eine leichte Röte. Ich könnte das jetzt noch intensiver machen, aber ich möchte tatsächlich noch weiter heute mit diesem Gesicht rumlaufen. Komm, so ein kleines bisschen. Weil je mehr ich halt mache, desto eher seht ihr das halt auch im Video. Nachher komme ich hier wieder aus dem Zimmer raus und dann sagt mein Freund auch zu mir, na, es war wieder übertrieben. Ja. Doch, aber das ist eine schöne Farbe. Also ich hatte erst echt befürchtet, dass das richtig böse wird, aber nee, das geht klar. Hatte ich nie mit gerechnet. Und ich habe halt auch einen leichten Schimmer jetzt auf den Cheeks. Sieht gut aus. Ja, Blush und Bronzer, super. Dann kommen wir mal zurück zu unserem Sorgenkind, dem Highlighter. Ich nehme jetzt nicht den rosanen, nee, mag ich eh nicht so gerne. Ich nehme jetzt den hier und mache mir den vorsichtig tatsächlich hin. Und blende den so ein bisschen mit den Fingern ein. Ja, weil der ist so leicht, verbinde ich übrigens auch hier oben immer gerne mit dem Augenbrauen-Highlight. Wenn ich den jetzt wirklich unter den ganzen pudrigen Texturen noch drunter gehabt hätte, hättest du den null gesehen, ne? Ich glaube, den kannst du auch gut als Base-Ton nehmen, wenn du jetzt noch einen pudrigen Highlighter drüber machst. Aber so, du siehst den einfach nicht. Der wird weiter wandern. Das ist mir einfach zu mau. Die Farbe ist an sich schön, aber macht halt nicht wirklich was. Und bevor ich jetzt irgendwie den ganzen Stick mir quasi ins Gesicht baller, belasse ich es einfach bei einem natürlichen Highlight, den man einfach nicht sieht, ne? Jetzt fürs Lippenherz ist der ganz gut geeignet. Da gibt er gut was ab, aber ist zu wenig. Ich bin mir nie auch damit weiter wandern. Sorry. Ich mache mir kurz ein Setting Spray drauf. Von der lieben Suna habe ich ja den All Nighter von Urban Decay bekommen. Das nächste Set, was ich hier jetzt habe, ist Eyeliner und Mascara. Eye Marker
Find Eye Marker. Ja. In der Farbe 01. Das ist einfach ein Filz-Eyeliner. Sehr flüssig wirkt der und den trage ich mir jetzt mal auf. Ja, die Spitze ist sehr fest, aber auch nicht, und nicht so präzise, ne? Symmetrie ist was anderes, eine feine Spitze ist was anderes, aber man kann damit arbeiten. Also ich sag mal so, im Alltag, wenn ich den jetzt so morgens verwende vor der Arbeit, kann ich mir das sehr gut vorstellen, das wird gut funktionieren. So, ne? Also den finde ich gut. Die Mascara ist eine Volumizing Mascara und das Bürstchen ist unfassbar riesig. Also wenn man das so mal an mein Auge hält, ne? Es ist riesig. So, Augen ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Also, ich finde die ganz cool. Die macht wohl was. Die macht ordentlich Volumen vor allem und die trennt die Wimpern auch relativ schön. Die kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Die finde ich echt alltagstauglich. Aber auch Glamour-tauglich. Also, ne, das geht auch klar. Last but not least habe ich mich für zwei Lippenprodukte entschieden. Das sind Chubby Sticks. Einmal in matt und einmal in shiny. Das ist so ein Set. Die beiden sind das. Das sind die beiden Swatches. Und zu diesem Look möchte ich mir gerne einfach den glänzenden einmal aufgeben. Ja, das wird relativ simpel sein. Ich weiß auch bei solchen Stiften einfach nicht, wie man sie anspitzen soll. Da bin ich sehr skeptisch immer. Am Anfang, klar, kannst du die super auftragen. Du triffst genau deine Linien. Aber wenn die später mal etwas stumpfer sind, auftragen. Ach, jetzt habe ich doch den matten genommen. Ich nehme jetzt doch den matten, ne? Ja, der sieht ganz gut aus und gefällt mir auch wohl, ne? Vom Tragekomfort fühlt er sich auch sehr angenehm an. Ich guck mal, ob ich den einfach mal so ein bisschen ombre-mäßig in die Mitte mache. Ja, ombre nicht wirklich, ne? Aber ich denke, dass ich den shiny mehr mögen würde als den matten jetzt, weil der matte kriegt mir schon etwas zu sehr in die Fältchen, aber ich muss mal gucken, wie sich das so verhält. Kussecht werden die garantiert nicht sein bei dem Preis. Ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Ich weiß nicht, ich finde es ganz interessant. Die Lidschatten werden weiter wandern, die Highlighter-Sticks werden weiter wandern. Ansonsten werde ich die Augenbrauenprodukte, die werden auch weiter wandern, ja. Ansonsten werde ich die Produkte so behalten. Ich persönlich finde Find okay. Ist aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, Leute, holt euch das unbedingt. Was man sich auf jeden Fall anschauen kann, ist die Mascara und der Eyeliner. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Es sieht auch sehr angenehm aus. Es sieht angenehm aus. Es fühlt sich angenehm an. Was man sich auch auf jeden Fall anschauen kann, ist Blush und Bronzer. Das ist eine schöne Geschichte. Ansonsten, ja, findet man die Produkte genauso gut, wenn nicht sogar besser in der Drogerie. Aber ich habe euch trotzdem alle Links zu den Produkten unten in die Infobox reingesetzt. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine ganzen Claudi-Testet-Alles-Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren, da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!